TVA präsentiert die Heimspiele des SSV Jahn in der dritten Liga. Samstag 14 Uhr gegen Holstein Kiel. Seid dabei und unterstützt uns. Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 16. Spieltag, der wie immer am Samstag um 14 Uhr stattfinden wird. Und dieses Mal empfängt der SSV Jahn Holstein Kiel im Jahnstadion. Bei mir ist wie immer der Cheftrainer Thomas Stratos. Und meine erste Frage an dich ist natürlich wie immer, wie schaut es im Kader aus? Gerade Abdin Mamad Scheibu war ja letztes Spiel nicht dabei und angeschlagen. Wie sieht es bei ihm aus? Wie weit ist Patrick Haag? Patrick Haag hat noch nicht mit der Mannschaft mittrainiert. Das wird vielleicht ab nächster Woche geschehen. Ab Dienstagnachmittag wieder mittrainieren, hat heute trainiert. Sieht gut aus, aber bis Samstag haben wir noch ein bisschen. Okay, schauen wir auf den Gegner. Holstein Kiel steht auf dem 14. Tabellenplatz, also einen Platz vor uns, hat auch einen Punkt mehr mit 18 und ein Torverhältnis von 18 zu 15. Sie sind sehr euphorisch in die Saison gestartet, blieben zuletzt aber 9 Spiele ohne Sieg. Trotzdem haben sie noch die drittbeste Abwehr der Liga. Thomas, wie schätzt du den Gegner ein? Ja, du sagst es ja auch, sie bekommen sehr wenig Tore, sie stehen sehr gut, sind eine kompakte Mannschaft, die viel in Bewegung ist, haben eine gewisse Größe und leben natürlich von ihren Standards. Sie versuchen dadurch ihre Tore zu erzielen, das wissen wir, aber wir werden versuchen, das genauso wie in den letzten Wochen eben spielerisch und auch mit dem gewissen Einsatz, der dafür nötig ist, zu regeln. Hast du dir schon eine Taktik einfallen lassen, um diese kompakte Defensive zu knacken, oder spielen wir unser Spiel? Erstmal spielen wir unser Spiel. Natürlich haben wir ein paar Dinge, eben, die wir gesehen haben oder die ich gesehen habe. Und da trainieren wir drauf und werden natürlich trotzdem weiter unser Spiel spielen und dann eben die Dinge noch umsetzen, die dafür nötig sind, um das Spiel zu gewinnen. Okay, vielen Dank, Thomas. Dann übergebe ich die Fragestellung an Heinz Reichenwalder von der Mittelbayerischen Zeitung. Thomas, das Spiel hat eine gewisse Wertigkeit. Weil der Pfeil, der könnte nach oben sein, aber auch nach unten. Wir reden ja immer davon, dass es jedes Spiel, aber dieses Spiel ist wirklich schon sehr wichtig. Weil es im jetzigen Moment nicht nur, dass du ein paar Sprünge machen kannst, sondern du hast die Möglichkeit, durch die letzten Wochen, die wir uns erarbeitet haben, über die letzten beiden Spiele vor allem, auch Leipzig, also das Spiel war sehr gut gewesen und wir sind immer weiter vorangekommen. Das sieht man in den letzten Wochen, das Arbeiten, und das ist eben jetzt dieses Spiel, ist nochmal eine Möglichkeit, in allen Dingen voranzukommen. Okay, ich glaube, die Stimmung im Training ist okay. Die ist sehr, sehr gut. Sehr angespannt, positiv angespannt, weil wir alle wissen, worum es geht. Ja. Abstellungsmäßig. Ich glaube, es gibt an der Viererkette ja nichts zu deuteln, oder? Dürfte sich kaum verändern, wenn... Nein, an der Viererkette wird nichts passieren. Ja, das Einzige, was eben ist, ist in der Offensive. Da gibt es mehr Varianten, mehr Möglichkeiten. Ja, ich denke, die Entscheidung fällt erst Samstag, wer in der Offensive spielen wird. Es sind alle Jungs gut drauf, sie sind alle willig und machen es mir nicht leicht, aber es ist auch schön, dass ich die Möglichkeit habe. Ja, in Wiesbaden muss es nahezu mit zwei Spitzen spielen, zumindest Dressler und Benny Schmidt haben sie abgewechselt. Das war eigentlich recht gut, würde ich sagen. Darum ist es für die anderen auch schwierig, auch für mich einfach eine andere Entscheidung zu treffen oder darüber nachzudenken, was anderes zu machen. Ja. Das würde bedeuten, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn der Machado wieder fit sein sollte, dass er gerne in der Startelf steht. Nein, das ist es nicht. Das ist, ich schaue schon genau hin und sehe, was eben wichtig ist für unser Spiel, welche Spieler in dem Moment passend sind. Und dann entscheide ich nach dem, was für uns am wichtigsten ist, als Mannschaft. Überraschung war ja ein Wiesbaden, dass der Hausmann nicht in der ersten Halbzeit war. Die Gründe, weil er unter der Woche mal gefehlt hat im Training oder, nein, oder weil du auf der linken Seite defensiv mit dem Matzow mehr machen wollte? Auch nicht. Also es ist einfach, der junge Mann ist 19, hat 20. Riesen... 20? Ja, hat er nicht jetzt die nächsten Tage Geburtstag? Oder hat er schon gehabt? Meines Erachtens ist 20. Ich habe so eine Liste zu Hause. Muss ich nochmal genau hinschauen, aber du wirst recht haben. Also ist er 20, unser junger Mann, ja. Und der hat sehr gute Spiele gemacht. Aber in den letzten Wochen war es einfach,
dass es nur ein paar gewisse Aktionen gewesen sind, die gut gehen. Und dann hat er viel Leerlauf gehabt. Er hat sich eine Pause verdient, die hat er bekommen. Jetzt müssen wir schauen, ob es für Samstag dann wieder für die ersten Elf ausreicht. Aber das hat nichts mit Offensiv, Defensiv. Das hat einfach nur damit zu tun, dass eben andere Spieler eben stabiler in dem Moment sind, mehr in ein Spiel investieren, nicht nur in einen kurzen Moment, sondern fürs Ganze. Ja, bietet sich sonst noch jemand im Training an? Eigentlich bieten sich alle an. Ja, das ist ja das Schöne. Also es ist, muss ein oder zwei Spieler zu Hause lassen, das heißt nicht im Kader dabei, und das ist eine ganz schwere Entscheidung. Das Aufstellen fällt mir leichter, als eben ein oder andere zu Hause zu lassen, nicht im Kader zu spielen. Auf die Tribüne setzen. Oder? Auf die Tribüne setzen, ja. Anwärter wären da mehr aus dem offensiven Bereich oder aus der Defensive? Das lasse ich jetzt unbeantwortet. Ihr habt es im Wiesbaden für eine Novum gesagt. Der Kotzke hat, glaube ich, die erste Standardsituation für den Jahn verwandelt. Ist er jetzt der Standardschütze aus 20 Metern ungefähr? Wenn ich den Torben Stadler auf dem Platz hätte, ja, dann wäre es auch Torben Stadler. Ja, weil der hat einen überragenden Linkenfuß. Ich bin froh, dass eben Joni den Ball da reingeschossen hat, weil wir haben ja nun einige Versuche gehabt jetzt in dieser Saison, und die sind dann eben nicht reingegangen. Darum bietet sich das wunderbar an. Ja. Zu Torben Stadler, ich kenne jetzt fast alle und kann fast alle einschätzen in der Saison, auch gut zum Spielen. Ist das kein Hexenberg? Ein Stadler kann ich nicht einschätzen. Ja, er hat ja auch nicht viel gespielt, er hat ja auch nicht viele Möglichkeiten und die Vorbereitung nicht. Dann haben wir auch jetzt diese Spiele, die wir gerne dazwischen so reinpacken. Das hat, ja, das ist ein bisschen ins Reh, oder es hat war verregnet, die ganze Geschichte. Wir werden nächste Woche gegen, einen Moment, Ingolstadt spielen. Ja, genau, gegen Ingolstadt spielen, und dann wird er seine Chance bekommen, auch von Anfang an auch zu spielen und zu zeigen. Aber jetzt im Training fehlen ein paar kleine Dinge, die für mich nicht ganz, und der Azur macht das sehr, sehr gut auf der linken Seite, darum hängt er dahinter. Herzlichen Dank. Bitte. Vielen Dank, Heinz. Gibt es weitere Fragen? Herr Stratos, wie stehen die Chancen, dass der Amatschei fit ist? 50-50 oder eher nicht für den Samstag? Wie schätzen Sie das ein? Also er macht sich sehr gut. Es könnten auch 90, vielleicht auch 100% sein. Entscheidend ist dann eben nur, wie die Zusammenstellung der Mannschaft eben funktioniert. Abdi macht sich sehr gut, hat sehr gut trainiert. Aber ich muss schauen, weil letzte Woche waren zwei Jungs auf dem Platz, die es sehr, sehr gut gemacht haben. Wo steht denn im Moment unser griechischer Freund? Unser griechischer Freund hatte seit letzter Woche Probleme, muskuläre Probleme, und hat heute das erste Mal wieder mittrainiert. Wie ist da die Tendenz? Sie haben ja immer in einer Pressekonferenz gesagt, Sie sprechen in allen möglichen Sprachen mit ihm, Deutsch, Englisch, Griechisch, aber es kommt noch zu wenig, wird er irgendwie besser, auch wenn er jetzt kurzfristig nicht einsetzbar war? Er wird schon besser, aber es ist eben so, dass die anderen sich auch entwickelt haben und auch besser geworden sind. Und dann haben die den Vorteil, dass die natürlich jetzt nicht so oft verletzt gewesen sind. Und da sind eben ein paar Jungs eben, die haben ein kleines bisschen Vorsprung. Vielen Dank, Armin Wolf. Gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis. Und zwar, unser Spiel am Samstag haben wir eine Studentenaktion geplant. Das bedeutet, dass alle Erstsemester, die zu dem Spiel kommen, freien Eintritt erhalten werden. Wo es dann die Tickets genau zum Abzuholen gibt, das erfährt man bei uns auf der Homepage. Wäre schön, wenn das vielleicht in einem Nebensatz in der Berichterstattung unterkommt. Dann vielen Dank für das Interesse heute und vielen Dank auch fürs Zuschauen auf JahnTV.